Okay, weiter mit den nächsten Studien. In der fünften Studie, die ist von Chang 1969, geht es um das sogenannte Sharecropping, wobei Sharecropping bezeichnet eben diesen Mechanismus, dass der Bauer, der eben ein Feld bearbeitet, das nicht quasi besitzt, sondern eine Pacht dafür zahlt, und die zahlt er typischerweise durch einen Teil der Ernte, ne? Also es ist, wenn Sie zurückdenken an die Art von Eigentumsrechten, hat der Bauer hier nur das Recht auf Nutzung und auf die Ernte und bezahlt für das für diese Rechte eben mit einem Teil der Ernte. Okay? Und dieser Mechanismus des Sharecroppings war vor 1949 eben sehr prävalent in China und Taiwan. Und nach 1949 können wir eben beobachten, dass immer mehr zu Privateigentum übergegangen wurde. Und was mich daran erinnert, dass es genau dazu gibt es einen interessanten Podcast. Den verlinke ich Ihnen nachher noch in der Literatur. Genau, aber jedenfalls die Ausgangsbeobachtung ist, nach 1949 ist man in China und Taiwan mehr und mehr dazu übergegangen, vom Sharecropping weg und hin zu Privateigentum, ne, wo alle Handlungsrechte an einem Feld dem Bauern zugeschrieben sind. Und nach Coase, die Vorhersage nach Coase, was ist die Vorhersage hier? Naja, solange Transaktionskosten gering und die Handlungsrechte an Land klar definiert sind und handelbar, also solange die Annahmen des Coase-Theorems erfüllt sind, sollte es keinen Unterschied machen, ob das Land durch einen Eigentümer oder einen Pächter bewirtschaftet wird. Ja? Und wie Sie sich vorstellen können, also Sie würden natürlich erwarten, dass die Felder besser bewirtschaftet werden, wenn der Bauer auch, der das Feld bearbeitet, auch der Eigentümer ist. Aber Chang in seiner Studie findet, dass es tatsächlich keine Effizienzunterschiede vor und nach der Landreform gibt. Ne? Also anscheinend macht der Übergang zu Privateigentum in diesem Bereich hier zumindest keinen Unterschied. Wie wir wissen, hat der Übergang zu Privateigentum natürlich insgesamt in China zu riesigen Entwicklungen in der Wirtschaft geführt, zu riesigen Produktivitätsentwicklungen. Und Chang kommt nochmal vor hier in der empirischen Literatur, nämlich mit einer Studie von 73. Aber da guckt er sich einen ganz anderen Fall an, nämlich den Fall Imker versus Gärtner. Das ist eines der klassischen Beispiele für Externalitäten, nämlich für positive Externalitäten. Wenn Sie sich vorstellen, wir haben einen Imker und da benachbart ist ein Gärtner, dann haben wir eine positive Externalität, nämlich dass die Bienen vom Imker rübergehen aufs Anwesen des Gärtners, um sich dort Nektar zu holen. Und genau, das ist eben eine beidseitige positive Externalität, ne? Denn der Imker profitiert davon, dass seine Bienen sich den Nektar direkt beim Nachbarn holen können, und der Gärtner profitiert davon, dass wovon profitiert der Gärtner eigentlich?
Der Gärtner profitiert davon, dass seine Bäume immer wieder bestäubt werden. Ne? Nicht so gut in Biologie aufgepasst. Jedenfalls ist das eben das klassische Beispiel in der VWL für positive Externalitäten. Und warum ist das ein Problem? Naja, das ist ein Problem, weil eine Externalität ist ja dadurch gekennzeichnet, dass die Akteure, die da beteiligt sind, die Externalität nicht berücksichtigen. Ne? Der Imker wird in seinem Kalkül nicht berücksichtigen, was für einen positiven Effekt seine Bienen auf den Gärtner haben, und umgekehrt wird der Gärtner in seinem Kalkül, in seinem Produktionskalkül nicht berücksichtigen, welchen positiven Effekt seine Bäume auf die Produktion des Imkers haben. Und weil die beiden das nicht berücksichtigen, wird es zu einer Unternutzung jeweils von Bienen und Apfelbäumen kommen. Also effizient wäre, wenn beide ihre Produktion viel weiter ausweiten würden. Das ist die klassische Vorhersage. Und Coase würde jetzt eben vorhersagen, dass wenn Verhandlungen irgendwie möglich sind zwischen Imker und Gärtner, dann werden sich Imker und Gärtner natürlich irgendwie auf ein effizientes Ergebnis verständigen. Ne? Das ist die Coase'sche Verhandlungslösung. Und was beobachten wir dann letztendlich als Ergebnis? Tatsächlich, das ist glaube ich für die USA, tatsächlich gibt es detaillierte, sogar teilweise vertraglich festgehaltene Arrangements zwischen Imkern und angrenzenden Gärtnern. Ja? Genau, und das ist eben, ja, das ist keine groß empirische, also keine groß ökonometrische Evidenz. Es ist eher so eine Fallstudie, ja, eher eine reine Beobachtung. Ne? Wir würden vermuten, wenn es irgendwie möglich ist, werden Imker und Gärtner sich irgendwelche Arrangements aushandeln, und Chang hat bei ganz vielen nachgefragt, rumtelefoniert und tatsächlich herausgefunden, dass es solche festen Arrangements gibt zwischen Imkern und Gärtnern. Ja, und das ist natürlich wieder Evidenz dafür, dass Coase'sche Verhandlungen funktionieren, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. Ne? Wobei man hier in diesem Fall natürlich sagen muss, hier geht es um eine positive Externalität. Ne? Und rein vom Bauchgefühl her würde ich mir vorstellen, wenn es um eine positive Externalität geht, dürfte es einfacher sein für die beteiligten Parteien, miteinander zu verhandeln. Ne? Denn es geht ja darum, dass man eben dem Nachbarn aus Versehen was Gutes tut. Und wenn das beidseitig der Fall ist, dann würde ich mir vorstellen, ist es viel einfacher, eben da ein vertragliches Arrangement zu finden, ne? Als wenn wir einen Fall hätten, wo die Leute, wo einer der Schädiger ist oder wo sogar beide sich gegenseitig schädigen. So, eine sehr, eigentlich meine Lieblingsanwendung des Coase-Theorems auf die Realität ist dieser Artikel von Elizabeth Peters von 86, und zwar geht es da um Scheidungen. Nicht, weil ich Scheidungen irgendwie toll finde, sondern einfach nur, ich finde es eine tolle Idee, das Coase-Theorem auf Scheidungen anzuwenden. Und zwar können wir beobachten, dass in den USA das Scheidungsrecht sich stetig seit 1970 vom Modell der Scheidung im gegenseitigen Einvernehmen, der sogenannten Divorce by Mutual Consent, geändert hat in Richtung des Modells der unilateralen Scheidung. Was heißt unilaterale Scheidung? Das heißt, da es reicht, wenn einer der beiden Ehepartner die Scheidung möchte, damit die Scheidung durchgeführt werden kann. Okay, und ja, aus ökonomischer Sicht, aus Sicht des Coase-Theorems, ist das natürlich das Handlungsrecht beschreibt dieses Scheidungsrecht eben
das Handlungsrecht zur Aufhebung der Ehe. Ja, im Modell des Mutual Consent, also das, wo beide Partner einwilligen müssen, in dem Modell könnte man sagen, liegt das Handlungsrecht beim Ehepartner, der die Scheidung nicht will. Okay, denn der könnte ja quasi die Scheidung blocken. Und bei dem Modell des Unilateral Divorce liegt das Handlungsrecht bei dem Ehepartner, der die Scheidung wünscht. Okay? Also, das ist eine ganz clevere Interpretation dieser beiden Rechtsregeln aus Sicht des Coase-Theorems. Die Vorhersage wäre natürlich, die Scheidungsrate sollte unbeeinflusst sein, dadurch, welche Rechtsregel gültig ist. Ne? Das wäre die Invarianzthese von Coase. Und im Ergebnis, hier werden Umfragedaten benutzt, im Ergebnis kommt raus, dass die Scheidungsrate nicht durch die geltende Regel beeinflusst wird, wohl aber die Höhe der Unterhaltszahlung. Ne? Die wird signifikant durch die geltende Regel beeinflusst. Und was das bedeuten kann und wie hier die Schätzergebnisse im Detail aussehen, das schauen wir uns am Freitag nochmal genauer an. Genau, ja, also dieses Ergebnis ist sehr stark diskutiert worden. Was fast immer der Fall ist, ne? Wenn Ökonomen empirisch an ein politisch brisantes Thema rangehen. So, und als letztes haben wir noch eine Studie von Hanley und Sumner. Und zwar geht es hier um Rotwild. Was ist hier die Ausgangssituation? Die beschriebene Situation ist, in den Scottish Highlands, in Schottland, wird Schaden an Bäumen verursacht durch freilaufendes Rotwild. Und wer sind jetzt hier die Geschädigten? Ja, die Geschädigten sind die Eigentümer von angrenzenden Wäldern und angrenzenden Schafweiden. Aber die Geschädigten sind auch potenziell Gewinner durch das freilaufende Rotwild, denn anscheinend ist es so, dass freilaufendes Rotwild irgendwie ein romantisches Bild darstellt und man dadurch höhere Grundstückspreise verlangen kann. So, das ist das Setup. Und die Vorhersage nach dem Coase-Theorem wäre jetzt, dass Coase'sche Verhandlungen sollten zu einer Reduzierung der vorhandenen Wildpopulation führen. Ne? Denn, werden Sie sich zurückerinnern, bei einer Coase-Lösung landet man immer irgendwo in der Mitte. Ne? Nicht ganz am Extrem, wo ganz viel Schaden, wo ganz viel emittiert wird und auch nicht im anderen Extrem, wo gar kein Schaden verursacht wird, sondern irgendwo in der Mitte. Ne? Und wenn wir uns vorstellen, hier wurde ein Problem identifiziert, dass eben freilaufendes Rotwild viel Schaden anrichtet, und dann sollte man sich vorstellen, dass Coase'sche Verhandlung dann eben zu einer Reduktion der Wildpopulation führt. Ne? Irgendeine Lösung in der Mitte. Stattdessen kann man eben beobachten, wurde eine multilaterale Gruppe gegründet, wo eben alle beteiligten Parteien Mitglied der Gruppe sind, die sogenannte Deer Management Group, und diese Gruppe eben schaffte es eben, eine effiziente Lösung zu finden. Und eine Erklärung, warum so eine multilaterale Gruppe in der Lage ist, eine effiziente Lösung zu finden, ist, dass, dadurch, dass dass die Entscheidungen aller beteiligten Parteien gebündelt sind in einer Gruppe, haben wir niedrigere Transaktionskosten, als wenn alle Parteien für sich genommen bilateral verhandeln würden. Ne? Dann hätten wir viel höhere Transaktionskosten. Das heißt, in diesem Fall können wir eben sagen, dadurch, dass die beteiligten Parteien es geschafft haben, eine multilaterale Gruppe einzurichten, mit einem
und dass diese Gruppe auch quasi läuft, dass die Entscheidungen wirklich funktionieren, durchgesetzt werden. Dadurch kommt es zu einer effizienten Einigung, weil die Transaktionskosten, weil die insbesondere auch die erwarteten Transaktionskosten niedriger sind als bei bilateralen Verhandlungen. So, jetzt bin ich irgendwie viel schneller fertig, als ich gedacht hatte. Das ist aber gar nicht schlimm. Noch mal kurz zur Literatur. Genau, also für Freitag wäre es praktisch, wenn Sie sich die Studie von Vogel, also über Überblicksartikel hinaus, wäre es praktisch, wenn Sie sich den Artikel von Vogel mal anschauen, insbesondere den empirischen Teil. Das wird Teil, also damit werden wir uns auf jeden Fall am Freitag beschäftigen. Und ja, hier die empirische Studie von Peters, damit werden wir uns auch beschäftigen, weil da wird auch Ökonometrie benutzt. Genau. Wenn Sie Zeit haben, schauen Sie sich die beiden Studien nochmal an, die von Peters und die von Vogel. Genau, aber ja, Sie werden die Übungsaufgabe jetzt auch so schaffen. Oder von mir aus, ich werde Ihnen mehr Zeit geben, um im Zweifel auch dort nachschauen zu können. Genau, das waren jetzt viel weniger als 3 Stunden, aber mir ist auch, also ja, im Endeffekt es ist ja für mich und auch für Sie extra Zeit, ne, die wir hier reinstecken zu den 4 Stunden am Freitag. Und dann ist es eben nicht schlimm, wenn ab und zu die Vorlesung ein bisschen kürzer ausfällt. Gegeben, Sie nutzen die Zeit, die Sie dadurch gewinnen, natürlich produktiv, ne? Also, wenn Sie sich zurückerinnern an meine Beispielrechnung mit dem Workload für das Semester, dann sollten Sie natürlich, wenn Sie Zeit geschenkt bekommen, die Zeit auch wirklich produktiv nutzen. Okay.